Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Ja, wer hätte es erwartet? Heute gibt es mal was ganz Besonderes, ein Team Deathmatch für euch. Haha. Nein, auf Jungle gibt es das heute. Ich versuche euch momentan so alle möglichen Maps mal zu zeigen, dass ihr so einen Eindruck davon bekommt, für die Leute, die vielleicht noch gar nicht Blobs haben. Ich packe heute meinen Koffer die AK-47 mit einem Schalldämpfer und darauf packe ich mein Logo und mein Emblem. Als Secondary habe ich die Armbrust und hier seht ihr mein Emblem. Das sind die Hunde mit FTW, also for the win. Ich habe die Hunde zwar nicht dabei, ich habe auf der 3 dabei die Drohne, auf der 5 das Care Package und auf der 6 das Geschütz. Ich habe gar nicht meine Perks erzählt, da komme ich aber sofort zu. Muss ich noch nachholen. Entschuldigung. Ich habe Hardliner Pro dabei, Fingerfertigkeit Pro dabei und Marathon. Warum habe ich mich für die Perks entschieden? Ganz einfach. Ich finde, dass gerade im Team Deathmatch Modus sehr wenige Leute eiskalt dabei haben, beziehungsweise dieses Ghost, wie es jetzt hier heißt. Also das frühere Eiskalt. So, und ich wollte einfach mit dem Geschütz einfach mal so ein paar mehr Abschüsse machen. Bin jetzt hier oben und ich habe mir eigentlich gedacht, wenn ich schon mal hier oben bin, kann ich hier ruhig mal ein bisschen warten, bis die Gegner hier kommen, weil hier oben hat man eigentlich den perfekten Ausblick. Man ist eigentlich relativ gut geschützt und das Schöne, was ich mir gedacht habe, hier oben kann ich jetzt, da unten meine Claymore liegt, mir ganz gediegen Vorräte abholen. Das war mein Gedanke. Erstmal komme ich nochmal dazu, was kann Hardliner Pro überhaupt? Also Hardliner ist klar, wenn man zum Beispiel auf der 3 die Drohne hat, kriegt man die Drohne schon auf der 2. Das heißt, die Abschussserie wird um einen Kill verkürzt. So, oder auf der 4 das Care Package. So, und mein Gedanke, den ich hatte, das war, Hardliner Pro hat halt diese Sonderfunktion, wenn man ein Care Package hat, kann man mit 2x4, also dieser Waffenentschärfungstaste für die PCler, seine Vorräte switchen. Das heißt, wenn da, was weiß ich, eine Konterdrohne drin ist, die man gar nicht haben möchte, dann kann man auf Risiko gehen und kann sagen, ich drücke jetzt 2x4. Natürlich kann dann auch wieder Munition drin sein oder, ja, was weiß ich, ein Choppergunner oder Hunde sogar. Das weiß man nicht. Es ist einfach ein Glücksspiel. Und da darf euer Commander Krieger natürlich nicht fehlen. So, auf jeden Fall, die Gegner sind sehr nett zu mir. Und ja, lassen mein Geschütz erstmal da oben ein bisschen verschimmeln. Was mich natürlich sehr freut, aber was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, warum die Gegner nicht da hochgegangen sind und sich das Ding geholt haben. So, was kann Fingerfertigkeit Pro? Fingerfertigkeit Pro ist dafür da, dass man schneller in dieser Zielvorrichtung im sogenannten ADS steht. Beziehungsweise sich befindet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht so ein enormer Vorteil. Weil ich bin jemand, ich schieße eh schon vorher aus der Hüfte meistens. Außer ich weiß halt, da kommt jetzt gerade ein Gegner, sei es mit der Drohne. Wie zum Beispiel hier, da ziele ich schon vorher hin. Aber wenn ich jetzt nicht damit rechne, dass ein Gegner kommt, schieße ich schon vorher und gehe dann erst in die Zielvorrichtung. Ist für mich also eher unwichtig. Mir geht es einfach nur um das schnelle Nachladen. So, ich packe jetzt mein Geschütz da oben hin und habe eigentlich meine Mission hiermit erreicht. Die Claymore sichert mein Geschütz ab, dass da keiner hochklettert und es einfach mal kaputt messert. Hier habt ihr gesehen, nutze ich die ADS sehr spät. Warum? Weil ich sie gar nicht gebraucht habe in dem Moment. Ich gehe mit der ADS wirklich nur rein, wenn es wirklich eine sehr große, sehr lange Distanz ist. Den Typen, der da eben lang rannte, den habe ich leider nicht gesehen. Das schon mal vorab. Was kann ich noch erzählen? Genau, ganz wichtig, die vielen Leute schreiben mich momentan an, da ich schon im Prestige bin, wie das Ganze so funktioniert, was das kostet und was dann mit den Waffen und den Aufsätzen, den Tarnungen und all dem ganzen Sabralli passiert. So, ihr verdient ja mit euren Aufträgen und mit euren Spielen, die ihr macht, immer wieder ein bisschen Kohle. Das heißt, diese Blobs-Dollar, diese Blobs-Euro. Und mit diesem Blobs-Euro könnt ihr euch irgendwann, wenn ihr eine Waffe freigeschaltet habt, diese Waffe kaufen. Ich glaube, alle Waffen kosten 2000 Euro und dann gibt es so Sachen wie Claymore oder Bewegungssensor. Die sind ein bisschen teurer, dafür sind dann so Flashgranaten oder so günstiger. Auf jeden Fall, wenn ihr euch die Sachen gekauft habt, ihr habt euch jetzt zum Beispiel die AK gekauft für 2000 Piepen. So, dann habt ihr die Möglichkeit, irgendeinen Aufsatz dafür zu wählen, wie zum Beispiel erweiterte Magazine, während ich hier ziemlich Glück gehabt habe. Ja, sind mal wieder Vorräte und da kommen die Gegner natürlich an und erlegen mich. Na super.
So, auf jeden Fall, ihr könnt alle möglichen Aufsätze euch direkt kaufen. Ihr braucht nicht irgendwie was freispielen. Zum Beispiel macht, was weiß ich, 20 Kills mit einem Schalldämpfer, wie bei Modern Warfare 2. Und ihr kriegt einen Herzschlagsensor. Sowas gibt es hier nicht. Hier ist es so, ihr könnt einfach die Sachen direkt kaufen. Wobei ein Herzschlagsensor in dem Spiel nicht dabei ist. So, wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr natürlich ein bisschen Geld ausgegeben. Das heißt, wenn ihr eure Lieblingswaffen ausgestattet habt, ein paar Waffen zum Probieren ausgegeben habt oder dafür ein bisschen Geld ausgegeben habt, dann ist das Geld erstmal quasi, das sind eure Waffen. Jetzt habt ihr es geschafft, ins Level 50 zu kommen und wollt ins Prestige gehen. Der Prestige-Modus kostet kein Geld. Es gibt zwar so eine Liste, die kostet irgendwie 50.000 Tacken, aber was die genau bringt, weiß ich noch nicht. Und ich überlege gerade, ob ich mir die überhaupt holen soll erstmal oder ob ich nochmal eine Runde weiter ins Prestige gehe. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr ins Prestige geht, sind alle eure Waffen weg, alle eure Aufsätze, alle eure Tarnungen für die Waffe. Das Einzige, was bestehen bleibt, ist, ihr seht es hier auf der Waffe, mein Hund mit dem FTW-Zeichen darüber. Das ist mein Logo, das seht ihr auch oben rechts. Wenn ich welchen Multikill mache oder so, dann kommt oben rechts mein Logo. Oder wenn ich eine Drohne starte oder whatever, dann seht ihr oben rechts mein Logo und das bleibt bestehen. Sprich, die Ebenen, die ihr euch da, ich sag mal, gekauft habt, verdient habt, die bleiben bestehen. Das ist das Einzige, was bestehen bleibt. Alles ist sonst weg. Eure Waffen, Tarnungen, eure Kohle ist weg. Das heißt, wenn ihr im 49. Prestige seid und ihr habt, was weiß ich, 35.000 Tacken auf dem Konto, haut die Kohle raus, kauft euch alle möglichen Sachen, probiert Sachen aus. So habe ich es auch gemacht, das ist mein Tipp für euch. Einfach damit ihr ja das Geld nicht verschwendet. Ihr könnt ruhig ein bisschen verschwenderisch mit dem Geld ausgehen oder sein und habt dadurch einfach den Vorteil, dass ihr wirklich alle Waffen vernünftig testen könnt, mit den Aufsätzen, könnt schauen, was es euch bringt. Momentan ist zum Beispiel bei mir so, ich muss jetzt mal gucken, was der große Unterschied ist zwischen dem Rotpunktvisier und diesem Spektralvisier. Da weiß ich noch gar nicht, was der große Unterschied ist. Weil ich die meiste Zeit mit Schalldämpfer spiele und das einfach für mich der Nummer 1 Aufsatz ist momentan in meiner Spielweise, in meiner Spielart. Wenn ihr mir den Unterschied aufschreiben könntet, wäre das sehr schön. Aber ich möchte gerne von euch wissen, was ist euer Lieblingsaufsatz? Das heißt, was ist euer Aufsatz, den ihr euch am liebsten auf eine Waffe draufpackt? Und dann komme ich direkt zur nächsten Frage. Werdet ihr ins Prestige gehen? Werdet ihr ja einmal vielleicht Prestige drücken, damit ihr die anderen Spielmodis geht? Oder sagt ihr, nö, reicht mir jetzt Level 50? Oder sagt ihr sogar, ich will alle 14 oder 15 Prestige-Level, die es gibt, wirklich durchspielen? Das ist meine Frage an euch. Ja, wir haben die Runde gewonnen. Ich habe 24-7 auf dem Konto und ja, das war's von eurem Commander Krieger und jetzt kommen endlich mal wieder die Outtakes. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Ja, heute erwartet euch ein Team Deathmatch auf Jungle. Jungle. Jungle Ball, Jungle Ball, Jungle all the way. Oh, what fun is tonight on the one house up and play. Hey! Das ist eigentlich Difees Part. Naja. So, ich habe natürlich auch ein paar Sachen eingepackt in meinen Koffer. Und zwar habe ich die Drohne auf der 3. Dann habe ich die 5 dabei und... Ja, die 5. Ich habe die 5 dabei. Und die 73 süß-sauer zum Mitnehmen habe ich auch noch eingepackt. So, ich möchte heute mit euch mal ein bisschen über die Pro-Perks, Hardliner und Fingerfertigkeit sprechen. Und zwar, was diese Dinger können, was diese Mopeds drauf haben. Zum Beispiel Hardliner. Bei Hardliner ist es so, wie soll ich das jetzt am besten erklären, dass das für euch verständlich ist, weil ich es nicht zeige. Ich fange einfach nochmal neu an, würde ich sagen. Ne? Jetzt habe ich hier oben meinen Vorrat abgeworfen und ja, der rutscht runter. Das Drecksding. Wie kann eine Kiste rutschen? Aber egal. Ich hüpfe jetzt hier runter, sehe den Gegner sofort. Ich sehe den Gegner sofort zu spät. Ja, genau so sieht's aus. Was gibt es zu Jungle zu sagen? Jungle ist eine Dschungelmap. Ja, kurz und knapp. Viel Grün, viele Bäume, viele Pflanzen, ein paar Ranken und viel Gesocks. So sieht's aus. Das ist Jungle.
So, viele fragen momentan, Commander Krieger, wie sieht's aus mit Prestige? Welches Prestige bist du? Welches Level und bla 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 blups. Ich bin momentan im ersten Prestige, Level, was bin ich, 35 oder so. Ich werde auf jeden Fall alle Prestige-Level durchgehen. Habe ich mir bisher zumindest so vorgenommen. Kann auch sein, dass es mir irgendwann zu langweilig wird und ich sage, nö. Euer Commander Krieger rübst jetzt hier erstmal ganz euer Commander Schlieger. Nochmal ein Versprecher nach einem Rülpser. Das ist sensational. So zusammen heute ein Team Deathmatch, wo wir mit einem gemeinsamen Team den Gegner erlegen wollen. Das Ganze findet auf der Map Jungle statt. Wir haben die ganz böse AK-47 dabei mit einem Schalldämpfer und die Armbrust. Was phänomenal ist, ich muss dazu noch mal kurz was sagen, auch wenn ich es eigentlich gar nicht machen wollte, es gibt immer noch Pfeifen, die mein Video gesehen haben, einen Kommentar geschrieben haben und mich danach dabei, die das Video gesehen haben, mir einen Kommentar geschrieben haben und mich trotzdem noch bei PlayStation 3 adden. Leute, ich adde euch nicht, weil sonst lagget und ich will nicht laggen, weil ich will zocken. So. Oh, hallo, herzlich willkommenst bei eurem Commander Krieger. Ich zeige euch heute mal hier ein Team Deathmatch auf Jungle. Jungle. Wieso sage ich immer Jungle? Auf im Dschungel. Heute hier mit einer Gameplay im Dschungel. Das mache ich jetzt. Ich mache jetzt eine kölsche Commentary. So zusammen, hier ist euer Commander Krieger. Ich bin heute dabei und werde hier richtig durch die Pampa tanzen. Wir haben hier eine Team Deathmatch. Im Dschungel haben wir uns getroffen. Weiß ja nicht, ob das Dschungelcamp hier stattfindet, ob die Sonja Zietlow und der Dirk Bach hier irgendwo auf der Brücke hängen. Das ist mir drissens egal. Ich werde jetzt erstmal mit meiner AK-47 hier gemütlich versuchen, die Gegner richtig fuckerisch zu machen. Das heißt, ich schnapp mir das Ding und mache sie alle kaputt. Das ist mein Auftrag hier heute auf der Dschungelkarte für euch. Das ist eurer Commander Krieger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was habe ich denn dabei? Ich habe in meine Koffer geparkt für den Urlaub hier im Dschungel. Habe ich ob der 3 das Dröhnchen, damit ich sehe, wo die Kollegin da rumflitze. Dann habe ich ob der 5 habe ich das Care Package. Das ist wie so ein Weihnachtsgeschenkchen, nur ohne Schleif. Und auf der 6, da habe ich das Geschütz. Das ist so ein Ding, das stellst du hin, das macht dritt, dritt. Und macht die Gegner kaputt. Das ist der Commander Krieger, der sich gedacht hat, hier im Dschungel, da gibt es mal richtig eine Dschungelparty. Ohne den Bach, ohne die Zietlow, die können nur hussjon. Verstehst du, was ich meine? Die Armbrust habe ich gar nicht benutzt. Wieso, weshalb, warum? Ganz einfach, ich finde die AK-47 einfach zu geil. Ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, da ist es. Für mich nutzt die Armbrust, das war auch ein Fehler hier in dem Gameplay, für mich ist die Armbrust nur dann ja nütze, wenn irgendwo Camper hocken in einem Haus oder so und dann man und da man da ey, hier auf jeden Fall, wenn Gegner im Haus hocken und man da mit der Armbrust reinronzen kann, kommen in die Outtakes.